Willkommen zu einer neuen Episode Boom Beach und es ist ja immer noch die Zeit vor dem Update, deswegen werden jetzt die Folgen Boom Beach nicht so ganz so regelmäßig kommen, aber ich versuche trotzdem alle paar Tage mal eine Folge zu machen, weil mir das Spiel aktuell wirklich sehr, sehr viel Spaß macht und ich es auch relativ viel spiele. Und ich habe einen neuen Held, Dr. Karan habe ich bekommen und zwar wählen wir den mal und er hat die Kristall-Mini-Roboter als Fähigkeit und wir gucken einfach mal drauf. Setzt eine Gruppe Kristall-Mini-Roboter frei, die verwendete Truppen heilen und nach kurzer Zeit wieder verschwinden. Ach so, ich dachte, ich wusste gar nicht, dass das macht. Alles klar, ich hatte eigentlich gedacht, der macht was anderes, deswegen habe ich ihn die ganze Zeit falsch eingesetzt. Okay, auch nicht schlecht, aber wir haben ihn noch gar nicht gewählt, ne? Den Guten. Oder habe ich ihn schon gewählt? Ne, habe ich noch gar nicht. Habe ich ihn schon gewählt? Doch, er ist gewählt. Er ist gewählt. Und Sergeant Brick habe ich auch, aber die habe ich jetzt aktuell nicht aktiviert. Aber die Händlerin ist da und die Händlerin ist sehr gut, denn im Gegensatz zu Clash of Clans kann man hier auch Sachen tauschen. Bedeutet, ich brauche jetzt eher Stein, deswegen werde ich mir jetzt erstmal Stein kaufen. Und zwar ordentlich. Zweimal. Das ist nämlich richtig gut. Gold brauche ich nicht. Wir können gleich noch was verbessern hier. Im Arsenal, ja, Einsatz, hier Operation mache ich aktuell auch nicht. Aber wir gucken mal drauf. Das ist meine Karte. Ist irgendwo noch was umsonst hier? Irgendwo noch ein paar Gems? Nein. Aber hier kommen wir noch einen Gegner holen. Da kriegen wir hoffentlich jetzt einen gescheiten Gegner. Bitte. 25, Bad Boy. Nicht so gut. 31. Alter, das sind alles Gegner. Die kriege ich gar nicht. Ich habe mal so langsam angefangen, mal alles aufzuräumen. Die ganzen Dörfer hier. Aber... Deswegen brauchen wir das Update, ohne Witz. Deswegen brauchen wir das Update, weil die ganzen Dörfer hier, die kriege ich ja gar nicht alle erkunden. Wir gucken einfach mal nach. Ich möchte natürlich gerne den neuen Fratzel gerne mal setzen, aber der ist zum Beispiel schon mal schwierig. Was ist mit unserem asiatischen Kollegen hier vorne? Bitte, was Gescheites für mich. Okay. Ich glaube, den könnten wir sogar hinkriegen. Oh, den kriege ich, glaube ich, sogar. Den krieg ich, glaube ich, sogar. Wir probieren es einfach mal aus. Ich hab den noch nie gescheit gesetzt, den Held. Das ist, war irgendwie so ein bisschen das Problem. Ich probiere es trotzdem mal hier mit. Vielleicht kriege ich da ein bisschen was raus. Also, es ist erstmal ein Test. Ja, da einen drauf. In der Hoffnung, wir kriegen da noch was down. Am besten natürlich das Gewehr. Natürlich nicht. Natürlich nicht. So. Ich glaube, ich gehe trotzdem daher. Ich glaube, ich gehe trotzdem da oben her. Lass sie doch. Wenn sie daherlaufen wollen, sollen sie das ruhig tun. Der ist ja jetzt eh kaum noch Death. Dann kann ich noch ein bisschen Energiepunkte sammeln. Ansonsten, die Schwergewichte tanken jetzt hoffentlich da vorne. Das ist schon mal gut. Dann sollen sie da drauf gehen. Sie sollen bitte nicht in die Minen reinlaufen. Ah, aber sie werden geheilt. Sie werden geheilt, alles klar. Immerhin. Nein, ihr sollt nicht in die Minen reinlaufen. Seid ihr eigentlich blöd? Seid ihr blöd im Kopf? Ihr sollt nicht in die Minen reinlaufen. Ihr sollt die Schwergewichte vorlassen. Ihr sollt bitte die Schwergewichte... Genau so sieht das aus. Genau so sollt ihr das machen. Und jetzt gleich können wir die... Wobei, muss ich das überhaupt schon machen? Muss ich hier überhaupt schon irgendwas setzen? Ich glaube noch nicht. Jetzt können wir mal anfangen, da was hinzusetzen. Ich habe noch so viel zur Verfügung, ne? Jetzt gleich, wenn ein bisschen mehr drauf schießt, jetzt kann ich mir... Jetzt kommen unsere kleinen Fratze. Jetzt werden sie geheilt. Hoffentlich. Oder vielleicht auch nicht. Wir werden es sehen. Ansonsten werde ich die Truppen jetzt gleich mal nach oben schicken. Ihr sollt bitte den Turm zerstören. Dann solltet ihr euch ein bisschen fernhalten. Warte mal, jetzt habe ich eine Idee. Jetzt habe ich einen Trick. Wir sollen die nämlich da oben hin, damit die aus der Reichweite sind von dem Rest. Ich weiß nicht genau, ob das gut war oder schlecht. Aber bisher sieht es doch ganz gut aus, oder? Ich glaube, bisher sieht das noch ganz solide aus. Das könnten wir schaffen. Guck mal, wie viel schon down ist. Auf der ganzen Insel ist es schon so viel down. Bedeutet, das Headquarter hat auch nicht mehr so viel Trefferpunkte. Ja, das schaffen wir. Das werden wir schaffen. Wir haben zwar einige Truppen verloren, aber das werden wir hinbekommen. Yes. Sehr gut. Haben wir hingekriegt. Jetzt bin ich mal auf die Belohnung gespannt. Informationen auf jeden Fall für die Operation haben wir bekommen. Und Medaillen, Holz und die Klassiker. Und wir haben insgesamt 3, 3 und 4 verloren. Aber das ist okay. Damit kann ich noch leben. Die werden wir entweder wiederholen. So, wir können ja schon mal den nächsten uns angucken. Bad Boy hatte ich noch nicht angeguckt, glaube ich, ne? Bad Boy? Oh. Okay, das ist meine Herausforderung.
Ich wüsste gar nicht, wie ich hier angreifen soll. Ich glaube aber, ich würde tatsächlich Sergeant Brick nehmen, weil Sergeant. Oder? Nee, der Typ war gerade. Der hat so gut. Ich glaube, durch die passive Fähigkeit hat er so gut geheilt. Hat er da irgendwas? Als passive Fähigkeit, was ich irgendwie übersehen habe? Info. All die Jahre im Dschungel haben Dr. Kahnwan stark geprägt. Er pflegt seinen Schnurrbart nur noch mit natürlichen Ölen. Ah, okay. Heilung pro Sekunde 36 plus 1. Okay. Das ist also das. Oh, ich könnte ihn verbessern, wenn ich 360.000 hätte. Ich möchte aber gucken, ob ich noch was im Arsenal verbessern kann. Oh, ich kann noch was einsetzen. Oh, Truppenschaden plus 11 kann ich einsetzen. Da werden wir natürlich Truppentrefferpunkte, Abwehranlagen. Kann ich das? Ich kann das ja nicht einsetzen, weil das auch eine rote Statue ist, ne? So war das ja. Deswegen kann ich die nicht einsetzen. Deswegen müssen wir die wegmachen. Was ist das hier? Ein Schub für die Statue kostet dich einmal Kraftturbo und verdoppelt die Statue. Ah, okay. So viel, was man hier alles noch Neues lernt. 3, 1, weg damit. Truppenschaden plus 11%. Alter. Plus 11%, das ist ganz schön viel. Und ich kann sogar noch was erstellen. Oh, ein Meisterwerk kann ich erstellen. Ich hatte, glaube ich, noch gar kein Meisterwerk, oder? Wie sehe ich das denn? Nee. Ist das ein Meisterwerk? Nee, es ist Wächter. Ah, okay. Wächter, Götze, Meisterwerk. Es sind so viele neue Sachen. Es tut mir leid. Götze, Wächter, Meisterwerk. Erstelle ich natürlich. Und wir können das ja ruhig mal erhöhen. Warte mal. Wenn ich das jetzt erhöhe, dann habe ich 3 Stunden lang den doppelten Effekt, bedeutet 22% Truppenschaden mehr. Schaden von Abwehranlagen brauche ich nicht. Ressourcenproduktion brauche ich auch nicht. Kanonenbootenergie. Hätte ich auch noch machen können, aber ich habe kein Pulver mehr da. Also okay. Wir machen jetzt einen kurzen Cut. Wir wollen gleich nochmal angreifen. Ich gucke mal ganz kurz eben noch, was ich verbessern kann. Oh, die Krieger. Oder? Wir nehmen ruhig die Krieger. Ruhig das teuerste. Oder kann ich noch hier was, oh doch, wir müssen erst noch hier ein bisschen weitermachen. Wir müssen erst noch ein bisschen weiter forschen hier. Der Frostbannerstamm heißt dich willkommen, Kommandant. Oh, Level 21, sehe ich da schon. Sehr gut. Muss ich leider erst machen da oben. Wir müssen ihn jetzt hier gleich angreifen. Okay, kurzer Cut. Truppen müssen noch ein bisschen ausbilden. Bis gleich. So, die Truppen sind fertig und wir wollen jetzt natürlich unseren asiatischen Kollegen angreifen. Wir gucken erstmal drauf, was er denn im Mob für eine Base hat. Okay, wir gucken einmal. Flammenwerfer, das ist die Kanone. Ich muss mir die Begrifflichkeit noch merken. Maschinengewehr, aber so langsam habe ich sie drin. So langsam habe ich mir alles gemerkt. Das ist nämlich der Mörser, genau. Die Radarantenne und ansonsten ist das eine ziemliche Base, die wir... Also es ist eine Base, die wir eigentlich locker kriegen müssten. Nein, der ist online! Ich hasse dieses Spiel. Ah, das gibt's doch nicht. Warum ist er denn online? Bad Boy, habe ich ja gesagt, kriege ich nicht. Alter, jetzt habe ich nichts zum Angreifen. Oh, den 27er, der ist aber, glaube ich, zu schwer. Oh, der hat aber viel in der Mitte. Ach komm, ey. YOLO, oder? YOLO, YOLO, YOLO. YOLO, YOLO. Einfach mal drauf und dann gucken wir mal, was passiert. Vielleicht kriegen wir es ja hin und kriegen was zerstört oder vielleicht kriegen wir es auch nicht zerstört. Wer weiß das schon? Das kann man ja so nicht sagen. So, zack, 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 zack. Nein, ganz knapp nicht. Ganz knapp nicht, ganz knapp nicht, ganz knapp nicht. Aber okay, wir gehen jetzt erstmal ganz, ganz geschickt von unten vor. Gucken erst einmal, dass wir erstmal alles da unten kaputt machen. Ein bisschen Energie noch sammeln. Und dann werden wir mal weitersehen, was noch passiert. Aber holt euch erstmal ein bisschen da unten an Energie. Holt euch erstmal ein bisschen da unten an Energie. Im Endeffekt hat er jetzt so viel da oben stehen. Und vor allem so viel nebeneinander, dass ich... Es ist zwar Platz dazwischen, bedeutet, ich kann es nicht mit einer... Wie ist das hier? Wie nennt sich das? Wie nennt sich das hier unten rechts? Weiß es gar nicht. Zumindest kann ich es nicht auf einmal alles kaputt machen. Aber wir können es insgesamt trotzdem zerstören. Moment, 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 jetzt. Druff. Ja. Kleine Fratzels sollen schon mal ein bisschen heilen. Perfekt. Da haben wir einen drauf. Das Ding lebt immer noch. Das geht mir langsam ein bisschen auf die Nerven. Die sind stark. Ich muss das mal ein bisschen... Ich muss die Leute mal so ein bisschen sortieren jetzt. Sonst geht mir sonst gerät das hier extrem aus den Fugen, wenn ich jetzt hier die Leute nicht sortiere. Sonst gerät mir das ein bisschen aus den Fugen. Sonst gerät mir das hier ein bisschen aus den Fugen. Wir müssen jetzt echt mal gucken, dass wir jetzt hier mal alles gescheit zusammen angegriffen bekommen. Ich habe ja die Sukas noch.
Kommt, Leute. Macht das Headquarter einfach kaputt. Macht das Headquarter. Macht das Headquarter. Alle auf das Headquarter. Alle auf das Headquarter. Wenn wir uns jetzt alle zusammen anstrengen, kriegen wir es vielleicht hin. Es wird eng. Es wird sehr 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 eng. Komm, komm, komm. Ein Schuss noch. Ein Schuss. Oh, Alter. Da habe ich am Ende, beziehungsweise in der Mitte, habe ich ziemlich geschludert. Und deswegen sind die ein bisschen komisch gelaufen. Und dann, oh, okay. Dann wurde es nochmal richtig knapp. Aber wir haben es ja geschafft. 30.000, 33.000, 16.000. Steine kann ich aktuell wirklich sehr gut gebrauchen. Aber Gold natürlich auch. Ich kann aber aktuell nichts weiter suchen mit meiner Radon-Antenne. Und der Kollege, denn es nervt mich jetzt so, dass der nicht... Und jetzt könnte ich ihn angreifen, oder was? Jetzt. Das ist so die geile Logik. Wozu muss er denn überhaupt online sein, damit ich ihn angreifen kann? Also, beziehungsweise, wozu muss er offline sein, damit ich ihn angreifen kann? Das macht bei diesem Spiel überhaupt keinen Sinn. Macht das überhaupt keinen Sinn, denn dann hast du halt, dann verlierst du halt hier. Also, dann wirst du halt angegriffen, dann siehst du es in deinem Aktivitätenlog, dass du angegriffen wurdest. Who cares? Es ist doch scheißegal, ob du dann dabei online bist oder nicht. Meine Meinung. Wir holen uns mal eben noch die Operationsbelohnung. Das ist auch so ein bisschen blöd. Du kannst, also ich kann fast nichts machen mit meinem Headquarter, 10 bin ich, ne? Headquarter 10 oder 11? 10. Aber ich kriege natürlich trotzdem die ganzen Belohnungen, also das ist dann schon okay, nur die Operationen selber sind für ein Einsatzkommando mit verschiedenen Headquartern einfach kompletter Kernschrott. So ein bisschen wie die CWL, wenn du da ganz viele unterschiedliche Rathäuser hast, aber okay. Wir, Leute, wollen jetzt vielleicht in der nächsten Folge nochmal ein paar Angriffe machen. Mal gucken, vielleicht kriege ich ja noch was freigeschaltet und dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Wir nähern uns ja dem Update, hoffentlich bald im April. Macht's gut, guckt in die Beschreibung, abonniert den Kanal und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.